Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zur perfekten DLC-Kolonie, in der nach wie vor sehr viel Arbeit noch zu verrichten ist. Wir sind jetzt gerade dabei, hier die Leitung durch diesen Raum zu legen, damit aus unserem Dampf dann auch mal Wasser wird. Das machen wir mit dem unfassbar kühlen Wasser, das 94 Grad hat. Sollte aber trotzdem funktionieren, hoffe ich. Blöd wäre natürlich, wenn der umgekehrte Fall eintritt, dass das heiße Wasser wieder zu Dampf wird, aber ja, schauen wir mal. Denken wir dann drüber nach, wenn es soweit ist. Oder es dazu kommt, dann können wir es immer noch korrigieren. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen habe ich noch gar nicht eure Kommentare lesen können, was man alles dann doch noch hätte besser machen können. Die sind bestimmt auch sehr zahlreich. Ja, gut. So, dann wollte ich einmal die Eier aufräumen lassen. In diesem Bereich. Da zeige ich euch gleich noch was zu, beziehungsweise eigentlich jetzt sofort. Hier müssen wir alle aufräumen, weil wir stellen hier vorübergehend mal eben ein, dass der auch manuell beliefert werden darf und dann nur beim Aufräumen. Und das sollte dann hoffentlich jetzt gleich dazu führen, dass diese Eier alle nach da gebracht werden. Ja, da sind schon die ersten, genau. Kommen dann hier an und dann haben wir da unsere automatische Fleischumwandlung. Das hier sind, glaube ich, auch noch alles. Ja, das sind alles noch 8er Aufträge vom letzten Mal. Sollte aber dann zeitnah gleich erledigt sein. Gut, die Geschichte hier konnte ich auch noch keine Sachen zu lesen von euch, aber ja. Ich glaube aber trotzdem, dass das gut funktionieren wird. Man hätte es anders machen können, ja, aber trotzdem wird das klappen. So, das Wasser kommt hier mit 33 Grad raus. Das ist also schon tatsächlich ein bisschen gesunken. Also wir haben es schon geschafft, die Durchschnittstemperatur von dem ganzen Bereich wieder ein bisschen anzupassen. Okay, so, ich hatte eigentlich mir gerade vor dieser Folge überlegt, dass das nächste, was wir machen sollten, vielleicht hier mal Anpassungen dahingehend finden, nicht Anpassungen, sondern Verbesserungen, dass wir hier mehr ausgraben, dass wir hier vernünftig bauen können, weil das ist alles nach wie vor hier, ja, ehrlich gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes. Auch nicht, dass ich das hier mit 2 Felder Abstand gemacht habe. Was habe ich mir da denn wohl bei gedacht? Das müsste ja eigentlich, müssten wir da 4 Felder zwischen frei haben. Und dahingehend werde ich das jetzt auch mal hier verlängern bis hier hinbauen, weil ich möchte auch hier mal rein, um das Ding hier endlich mal zu aktivieren. Das haben wir bislang auch noch nicht geschafft. Oder ich nicht. So, plus wir graben uns hier hin. Dann können wir Nummer 2 aktivieren. Das ist hier oben. Dass wir Materialien rüberschicken könnten im Zweifelsfall. Wobei tendenziell eher von hier was rüber geschafft werden soll. Und da hatten wir auch, glaube ich, hatten wir doch nicht. Ich dachte, ich hätte das Stromkabel schon mal dahin bauen lassen. Dann holen wir das doch mal nach. Machen das mal so. Und so. Ja. Wir haben schon wieder keine Algen mehr. Hm.
Wie kam das denn jetzt wohl wieder zustande? Ausgegangen, dass das CO2 da raus kann. Und wir dann doch jetzt hier wischen können, aber. Die ich wieder nicht verstehe. Na gut, dann graben wir da auch noch aus, dann können wir es auch gleich aufwischen. Muss ich gerade nicht verstehen. Ich muss es nur so hinnehmen, dass es so ist. So, das Wasser sollten wir hier gleich wischen können, wenn das da reinfließt. Vorher wird es schwierig. Weil wir hier ja noch ein bisschen wischen können. Werden wir doch. Aktiviert. Okay, müssen wir ein bisschen hochstellen. Hier können wir jetzt eben einmal. Ah, wir kommen da nicht ran. Weil wir nicht an die Leiter können, weil wir hier was ausgegraben haben. Ja. Nur logisch. Ich glaube, das können wir vielleicht besser da lassen zur Kühlung. Naja, da wird jetzt der Dampf natürlich auch schon wieder sehr heiß, weil die Dampfturbine gerade nicht arbeitet, ne? Das könnte noch spannend werden hier, ob wir es so vielleicht doch gut aufgewischt bekommen. Also spannend für mich war, für euch ist es wahrscheinlich total langweilig. Aber ich finde diese Kleinigkeiten super. Was ich auch super finde, das hat hier mit dem Aufwischen geklappt. Wir haben hier tatsächlich das saubere Wasser so weit raus, dass das alles nachfließen kann. Das kann man noch ein bisschen... erweitern, dass wir da auch übergraben können. Ja, ja, da geht's schon wieder hin. Never ending story. Das da unten wird nichts, okay. Aber da können wir so noch mal ein bisschen nachhelfen. Das hier ist jetzt hoffentlich, das ist immer noch nicht fertig. Im Bau, okay. Es ist jemand unterwegs, wahrscheinlich von sehr weit her. Von
sehr, sehr weit her. Ach, ich kann es mir schon denken. Ellie wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich. Ellie hat den ersten, müssen Ellie auch noch umbenennen, hat den ersten Punkt dummerweise da oben hingekriegt. Ich hatte mal erst hier die Schutzanzuggeschichte machen sollen. Inzwischen hat Ellie sich das auch anders überlegt, was? Conny ist ein bisschen flotter unterwegs. So, jetzt kann das wieder laufen. Wir können hier wieder kühlen. Bringen frisches Wasser in den Raum. Und darf ich raten? Das war so klar. Weil es nur eine kleine Menge Wasser ist, ne? Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Gut, da haben wir jetzt umsonst unsere Zeit verschwendet, würde ich sagen. Dann müssen wir es halt mit diesem anderen Kühlkreislauf hier verbinden. Wieder dicht machen, damit wir den Rest hier alles noch aufwischen können. Und dann haben wir hier auch erstmal alles, glaube ich. So, dann würde ich gerne, weil wir ja hier im Schutzanzugbereich sind, das Ganze mal verbinden. Wir müssen dafür allerdings hier umstellen, dass das nur bei freiem Platz passiert werden darf. Und das gleiche hier auch. Ja. So, und jetzt können wir doch theoretisch hier außen irgendwo außerhalb des Koloniebereichs, hier müssten wir es wahrscheinlich auch nochmal abgrenzen. Da kommen wir so gar nicht hin. Sauberes Wasser können wir hier da auch einschütten. Machen wir daraus eine 7. Und die hier sind alles 5er, okay. Das heißt, verschmutztes Wasser, sauberes Wasser darf da hingebracht werden und dann werden wir es da auch los. Irgendwo hier jetzt können wir die Leiter bauen. Gibt es ein Maß, das wir hier einhalten sollen, wenn wir diesen Raum hier haben mit 16 Feldern? Also wir haben hier schon... Ne, wir planen lieber Platz ein. So, so. Dann kommt da die nächste Tür hin. Quatsch, was mache ich denn? So. Dann wäre hier
Die Leiter. Kommt da natürlich genau ins Gestrüpp, aber... Auch hier mit dem Wasser tendenziell eher blöd, aber ist mir egal. Müssen wir dann alles aufwischen. Sorgen wir mal dafür einen Ziegel, damit wir nicht das verschmutzte Wasser damit reinpacken, sondern wir es hier gleich alles aufwischen können. Die Rutschstange können wir auch gleich bauen. Das hat ja gut geklappt hier. Kannst du dir nicht ausdenken. Entschuldigung, aber... Egal. Wir nehmen mal den Samen. Ich überlege gerade, wir haben doch eigentlich schon einen... Wie viel Plastik haben wir eigentlich? Ach Mensch. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Plastik. Okay, nee, das ist nicht so viel, als dass wir hier jetzt schon eine Plastikleiter bauen könnten. Ja, stimmt, weil ich auch hier das Ganze gestoppt habe. Ja. Ich wollte gerade sagen, da werden sicherlich gleich welche kommen zum Wischen. Da unten müssen Ziegel rein. Das ist vielleicht eine Idee, hier parallel auch von der anderen Seite anzufangen. Und wo machen wir das? Tendenziell dann eher hier nach außen als hier nach innen. Ne? Und da müssen wir es auch so machen, nicht mit einer Tür, weil da soll ja kein Ein- und Ausgang sein. Da wäre direkt das nächste Problem. Dann würde ich mal sagen, dass wir die Leiter dahin bauen. Dann mal hier. Und können wir hier eine Höhe übernehmen? Nehmen wir die. Passt das denn dann hier hoch? Da knapp dran vorbei. Ja. Hätte ich auch vorher überleben können, dann hätten wir es gleich dahin gebaut. Wobei dann jetzt da wieder schlecht gepasst, ne? Passt schon so. So, jetzt muss der Ziegel wieder weg. Wenn ich aufpasse, verteilt sich dann die ganze Suppe wieder nach da. Ich muss halt aufpassen, dass ich mir nicht irgendwo hier eine Querverbindung schaffe, aber ich glaube, das schaut alles ganz gut aus.
Das würde ich mal von dieser Seite hier ausbauen. Dann könnten wir es hinterher auch von innen öffnen, ne? Das geht dann schon. Die arme Kerstin, die wischt und wischt und wischt und wischt. Und wischt. Hier haben wir das gleiche Problem. Das nimmt einfach kein Ende. Schon wieder neue Tiereier oder es sind noch dieselben? Jetzt haben wir da gleich auch noch das nächste Problem wieder. Ich sehe ja eh schon kommen, dass das da gleich rüber. Obwohl, ne, jetzt kriegen wir es hier ein bisschen in den Griff. Das Ding jetzt auch aktivieren. Okay, so im Nachhinein betrachtet ging es gefühlt doch irgendwie schnell, auch wenn ich auf die Uhr schaue, nicht schnell war. So, Strom. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen, paar mehr Algen, das ist ja auch gut. Hier müssen wir nicht auf... wieso ist denn das immer noch zu viel Flüssigkeit? Können wir das bauen und dann können wir das Ding hier gleich manuelle Bedienung zulassen und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, einfach alles rüber zu schicken. Weg damit. Uranerz war mir aufgefallen, 487,6 Kilogramm nur noch. Da können wir hier ein bisschen für Nachschub sorgen. Ach, das ist dein Bett, Ali? Nicht dein Ernst. Ja, doch, wahrscheinlich ist das schon der Ernst von Ellie und die Schuld von mir. Das können wir erweitern, da brauchen wir auch jetzt nicht mehr jedes kleine Mehlholz. Das müssen wir dann nochmal umbauen.
Wie habe ich das denn hier mit den Türen gemacht? Da habe ich da unterhalb auch ein Gitterziegel. Okay, dann müssen wir das da natürlich voll. So, das hier zerlegen wir mal, weil sonst rennt Ellie oder jemand anderes da immer wieder hin zum Schlafen. Zu wenig Wasser. Also rechts sind 47 Grad, links sind schon 36. Wow. Das ist aber ein Unterschied. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier die erforderliche Menge an Wasser ist oder ob das so sein müsste, dass das Wasser zwei Felder hoch ist. Das werden wir mal alles austesten. Jetzt schon 515. Hier sind jetzt fertig, das können wir noch ausgraben. Plus hier. Und ich würde sagen, auch das Oxyfahren hier, das eine, da können wir drauf verzichten. Das hier muss noch da bleiben. So, wenn das Wasser hier gleich aufgebraucht ist, dann werden wir wahrscheinlich auch aufhören, erstmal Schilffasern zu produzieren, weil wir haben schon 715, das ist eine ganze Menge. Ob das für immer und ewig reichen wird, weiß ich nicht. Aber es wird garantiert für lange Zeit reichen. Okay, das scheint hier tatsächlich... Ah, jetzt reicht es mit dem Wasser. 954 Kilogramm. Okay. Dann... dürfen wir jetzt das hier auch stoppen wieder mit dem Wasser? So, wir haben jetzt erstmal die Anzahl der Schlafplätze erhöht. Jetzt möchte ich dann gerne das Thema hier noch angehen mit den Toiletten und Co. Ich weiß nur nicht. Eigentlich müssten wir es direkt hier in die Nähe der Speisesäle machen, aber dann, na gut, für die Essensspeicherung kommt hier ja auch noch eine Lösung in Verbindung mit der Küche, oder wir verlegen die Küche später nach unterhalb und bauen hier oben das Bad. So, das war hier meinetwegen auch zwei. Dann
Komm, die hier weg. Wir haben ja hier unten noch ein paar. Holen wir uns einfach mal für den Moment den Bonus hier auch dazu. Wir brauchen eine Toilette, Kantinentisch, keine industriellen Maschinen. All das ist in diesem Raum gegeben. Sobald das fertig ist. Die Tür hier links werden wir dann auch öffnen. So, hier bauen wir jetzt Toiletten. Machen wir das so oder machen wir das so? Da lege ich dann lieber. Ja, oder wir könnten natürlich auch die Handdesinfektion nehmen. Dann machen wir es so, dann kommt doch noch eine Toilette mehr dazu und wir haben trotzdem Platz für unsere Statuen. Das kann weg, das kann weg. So. Da weiß ich noch nicht, wie wir da verfahren. So, hier einmal die direkte Verbindung. Da müssen wir noch schauen. Jetzt muss ich mich auch festlegen, da war ich noch immer relativ unentschlossen, wo wir die ganzen Flüssigkeitsfilter hinpacken. Die sollen möglichst an einen zentralen Ort, wo die dann per, wie mir einfach alle Begriffe immer entfallen, da mit den automatischen Räumern versorgt werden, die wiederum aus unserem Raum mit Sand automatisch versorgt werden. Entschuldigung. Und sowas muss ja eigentlich nicht innerhalb der Kolonie sein. Das heißt, das könnte man beispielsweise hier machen. Ja, da ich mich für etwas festlegen muss, hier würden sogar... Eigentlich ist es hier fast perfekt, weil wir könnten hier das Ganze so machen. Dann haben wir vier Stück, die alle von einem versorgt werden können, hoffe ich. Die dann diese ganze Arbeit verrichten müssten. Klar ist es nur blöd, dass die Leitung von hier aus den Badezimmern nach da hinleiten müssen oder hinführen müssen, aber... Irgendwo wird man einen Kompromiss eingehen müssen. So, dann würde ich das Ganze einmal so bauen mit einem Tank links. Beziehungsweise zwei davon. Dann führen wir da das verschmutzte Wasser hin. Das kommt hier raus, geht an beide da raus. Und wird dann von hier aus an den Tank. Und hier kommt dann das saubere Wasser wieder raus. So, identisch müssten wir es jetzt eigentlich hier machen. Mit dem Unterschied, dass wir das auf die Seite bauen müssten. So, und dann geht da das saubere Wasser wieder raus. Ich glaube, das ändern wir hier auch noch mal. Dass wir das so
entlang gleiten. Und dann da das saubere Wasser wieder raus. So. Das ist der Plan für das Ganze. Das kann jetzt mal gebaut werden. Die abgenäht. Also das, was jetzt momentan noch nach totalem Kauderwelsch aussieht, ne, nur mal so ganz grundsätzlich mit diesen vielen Flüssigkeitsleitungen, die hier alle noch wild und kreuz und quer verlaufen, das wird sich noch ändern. Also wir werden die nicht so verlaufen lassen, wie sie es jetzt machen, sondern es wird alles noch aufgeräumt. Nach und nach. Und ja. Dann sieht das alles etwas durchdachter aus, als es das jetzt gerade tut. Hier überlege ich gerade noch, ob wir hier das auch noch. Obwohl, nee, können wir eigentlich nicht, weil wir ja hier den Brecher haben, aber das müssten wir hier vielleicht sowieso anders handhaben. Dass wir vielleicht das hier so als Außengrenze darstellen und dann hier schnell. Man könnte die Leiter vielleicht noch mit. Entschuldigung, mit reinnehmen in diesen Raum. In den Innenraum der Kolonie, aber dann quasi das Ganze hier so. Entschuldigung, abschließen. Dann könnte man nämlich doch auch hier auf dieser Seite eine Leiter hier hinbauen. Um hier auch hochzukommen. Da muss man nicht diesen Umweg laufen, um nach unten zu kommen. So, wer verhungert hier? Wir haben nur noch. Okay, also wir müssen uns jetzt tatsächlich mal um mehr Nahrung kümmern. Da ist ein bisschen was. Ja. Ziehen wir vielleicht ein spätes Projekt auch schon vor, nämlich die Nahrungsgeschichte. Nee. Da kommen wir später zu der finalen Lösung. So, das gab jetzt mal ein bisschen Fleisch. Erhöhen wir vielleicht für einen Moment einfach die Anzahl der Farmen. Wir hätten ja hier zum Beispiel ein bisschen Platz, ne? Dass man sagt, hier mal ein paar Pflanzenkisten, da können wir noch mehr Mehl, Hölzer anbauen. Wohl wissend, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist als Essen, aber so, das Gleiche machen wir hier. Wir müssen sowieso mal uns dahingehend vorgraben. Den können wir nicht untersuchen, den können wir untersuchen. Ah. Siehe da, das erste Material kommt an. Wenn ich jetzt schlau wäre, würde ich das dorthin transportieren. Beziehungsweise, ja, das machen wir auch. Das wäre ja dumm, hier jetzt alles hinzuschütten.
Und es muss eigentlich sowieso auf Dauer dahin. Du kannst da fallen lassen. Dann stoppen wir nämlich das noch mal. Das war jetzt recht viel Gold, weshalb ich hier nochmal den Moment nutzen möchte, das, was hier schnell erreichbar ist an Gold, nochmal auszugraben. Hier nämlich zuerst machen, dann sollte das Material eigentlich auch reichen, um das fertig zu bauen. Werden wir gleich sehen. Ist hier auch noch? Ja, hier ist jetzt noch Gold, aber nicht. Nehmen wir das auch noch mit. Und jetzt könnt ihr nämlich direkt von hier immer das nächste Material holen. Und das macht schon alles einfach. Gut, wir machen jetzt für heute Ende. Also ich habe es trotzdem wieder 42 Minuten geworden. Aber ich versuche es wirklich kürzer zu halten. Und freue mich jetzt sehr darauf, weil jetzt kann ich wieder 1, 2, 3 Tage Aufnahmepause machen. Ich freue mich sehr darauf, Kommentare zu lesen, was hier alles anders oder besser oder... Ja, vielleicht, nein, es wird nichts gegeben haben, wo ihr sagt, oh, das war eine gute Idee. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Also, macht's gut, ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Bis bald und tschüss.